bisschen. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss mal just hier was machen. Pass mal auf, bevor ich das wieder vergesse. So, dann ist die schon mal versorgt, meine Lieben. Ja, es ist eine Menge zu tun morgens, wenn ich hier anfange. Ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum die Tüte hier steht. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken und auch zu begleiten. Ganz kurz gezeigt, der Ficus religiosa. Den kennen wir alle schon, den haben wir durch einen Steckling vermehrt. Steht hier im Anstauverfahren in der Regel. Seitdem ist er wunderschön gewachsen hier. Allerdings hat es jetzt natürlich auch gezeigt, ganz klarer Fall, wenn das Ding im Wasser steht, bildet es natürlich auch im unteren Bereich Wasser. So, jetzt werde ich das Ganze erst dann wieder gießen, wenn es notwendig wird. Das heißt also, ich werde jetzt hier kein Wasser mehr reinfüllen. Voraussichtlich werden die Wurzeln dann im unteren Bereich auch trocken werden. Das möchte ich jetzt beobachten, wie sich das Ganze denn dann verhält. Dann hat man auch nicht immer Zeit, ständig Wasser reinzugießen. Wobei es so oft ja auch nicht ist, aber man vergisst es ja auch mal, nicht wahr? Und das Szenario möchte ich jetzt einfach mal in dem Sinne einfach machen, um zu gucken, was dann passiert. Weißt Bescheid? Tun, machen, nicht lange lassen. So, ja, warum steht das hier? Das sind Erdnüsse. So, ich stelle es mal an die Seite. Das hat eine ganz interessante Bewandtnis, und zwar esse ich sehr gerne Erdnüsse. Ne? Diese aus den Schalen hier. Ne? Also jetzt setze ich mich abends vom Fernseher und knack, 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 jam, 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 macht viel Dreck, aber egal. So, diese Tüte kostet viel weniger als die, die ich jetzt im normalen Markt kaufe. Die sind richtig teuer, diese Erdnüsse mittlerweile. Und die habe ich jetzt aus dem Zoofachgeschäft geholt. Die sind eigentlich hier Papageien und so, ne? Also für unseren Coco auch dementsprechend. Ich habe sie mir geholt für mich. Ne? Weil ich habe dann auch nachgefragt, ne, kann man die denn auch essen? Also kann ich die essen? Die Frau Görferin sagt, ja sicherlich, warum nicht? Ne? Ich dachte mir dann auch, klar, logisch, ne? Wenn ne, Tiere die essen können, dann können wir die auch essen. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen diesen aus dem Geschäft gekauften Erdnüssen und diesen gekauften Erdnüssen aus dem Zoofachgeschäft oder Tierfachgeschäft in dem Sinne. Denn die schmecken ganz anders. Die schmecken so ein bisschen bitterlich, säuerlich in dem Sinne. So noch, wie sagt man, nicht getrocknet, sondern wie frisch gepflückt in dem Sinne oder ausgebuddelt in dem Sinne. Die schmecken also ganz anders. Nicht bekömmlich, sondern mit bitteren Nachgeschmack. Also nicht wirklich der Burner. Ich habe dann 3-4 davon gegessen und dann dachte ich mir, oh, mehr isst du nicht, sonst kriegst du gleich Bauchweh. Lass das mal lieber sein. Also schmecken überhaupt nicht, gar nicht, nein. Also für den Verzehr von Menschen überhaupt nicht geeignet. Vielleicht könnte man die jetzt trocknen, nochmal im Backofen oder dergleichen bei irgendeiner Temperatur, keine Ahnung. Weiß ich überhaupt nichts von, das sind nur so Gedanken. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, Erdnüsse Vermehrung. Können wir denn diese Erdnüsse aus dem Zoofachgeschäft vielleicht zur Keimung bringen? Ne? Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass es klappen könnte. Ich werde es einfach versuchen, damit wir das mitnehmen können im Laufe der Zeit, ob das denn möglich ist. Das wäre natürlich genial, cool. So, das kurz zum Einstieg. Ich werde jetzt mich erstmal um die Pflanzen hier kümmern, denn ich muss einiges hier nachsehen, nachschauen, was ihr entwickelt hat, was ich euch zeigen kann und dergleichen so weiter, damit es den Pflanzen auch weiterhin gut geht. Von daher werde ich erstmal normal arbeiten in dem Sinne hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit was genau, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir die Erdnüsse dann dementsprechend, wenn ihr gar nicht sehen wollt, die Erdnüsse dementsprechend mal zur Keimung vorbereiten. Im Sinne auch ganz einfach mit dieser Zebra-Methode-Tüte in dem Sinne. So, kurz gequatscht und jetzt gucke ich erstmal, was die Sache ist. Heute fangen wir mit dem Salak an, mit dem Schlangenfruchtsämling, um mal zu gucken, wie er sich so entwickelt hat. Ich mache das jetzt live hier einmal kurz, damit ihr auch zwischendurch mal seht, ne, wie das Ganze so zu handhaben ist, wie das funktioniert und so. Und von daher holen wir den jetzt mal vorsichtig hier heraus und dann holen wir uns ein bisschen näher ran. 1, 2, 3. So schaut das Schätzchen jetzt aus. Wunderhübsch anzusehen. Oh, man kann sogar etwas erkennen jetzt. Man kann eine Pflanze erkennen. Jetzt schau dir das mal an, hier oben. Diese kleine Spitze hier. Dort wächst jetzt tatsächlich ein Pflänzchen heraus. Ach, das ist ja hübsch anzusehen. Das ist fantastisch. Ich muss mal gerade hier noch Einstellungen rumspielen. Ja, also ich würde sagen, das sieht mega cool aus. Ich lasse ihn nach wie vor in der Zebra-Technik drin. Im Moment, wobei ich bin gerade am Überlegen, wie ich das besser handhaben kann, dass er wachsen kann, aber ohne, dass ich ihn einpflanzen muss. Ne? Weiß Bescheid. Einfach nur mal so, um zu gucken, dass wir ihn also weiter beobachten können. Ne? Das wäre natürlich genial. Wir haben ja eine schon bereits eingepflanzt in der Hydroponik. Von daher möchte ich das gerne beobachten weiter, wie das hier also tatsächlich funktioniert. Ich möchte jetzt nicht viel hier dran rumfummeln. Von daher lasse ich das einfach mal. Ne? Wir wollen hier nichts abbrechen.
Es sieht schon mega cool aus. Ja? Auch hier neues Wurzelwachstum sehen, ganz feine kleine Wurzelchen. Also diese Entwicklung von diesem Samen ist bisher mit eines der interessantesten, würde ich sagen. Also das habe ich so in der Natur noch nicht gesehen. Wer das verfolgt hat, weiß das natürlich, wie diese Entwicklung hier vonstatten geht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, das zusammenhängt in ein paar Bildern hintereinander zu reihen. Irgendwann mal, wenn das Pflänzchen größer ist. Okay, aber dazu muss ich mir mal Notizen machen langsam, lol. So, ganz kurz gezeigt, unser Salak wächst wunderbar weiterhin in der Tüte. Desmodum gyrans. Ja, die Telegrafenpflanze. Die tanzende, indische tanzende Telegrafenpflanze. Sie bekommt jetzt ihr nächstes Blatt. Ist wunderschön gewachsen. Das neue Blatt, was jetzt vor kurzem herausgewachsen ist, hat... kriege ich den jetzt nicht hin, lol. Hat leider Nährstoffmangel. Kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Ist etwas gelblich. Okay, düngen werde ich am Moment noch nicht mehr, denn wir haben das Ganze auf 700 Mikrosiemens bereits aufgedüngt. Also das ist schon mal interessant mitzunehmen. Inwieweit das mal relevant wird, muss ich erst noch beobachten. Wie gesagt, im Moment lasse ich es so, wie es ist. Ne? Wir beobachten das Pflänzchen weiter, wie es sich entwickelt. Sollte das nächste Blättchen oder übernächste Blättchen dementsprechend auch so aussehen, heller in dem Sinne, dann werde ich da mal eingreifen. Vielleicht kann man es so erkennen, wenn ich den ein bisschen runterziehe hier. Vorsichtig, also hier sieht man schon, das Grün ist etwas dunkler. Ja, also ja, es herrscht Nährstoffmangel vor, aber wie gesagt, ich möchte hier noch nicht eingreifen. Das Pflänzchen ist auch noch jung, es ist nicht so schlimm, wenn es jetzt ein bisschen Nährstoffmangel hat. Es wächst ja wunderbar, von daher lasse ich das erstmal so. Ja, mal sehen, ob das dann ein Kandidat ist für Starkzehrer oder nicht. Auf jeden Fall bis jetzt sieht es schon mal ganz gut aus. Also von daher lassen wir das erstmal so, wie es ist und begleiten die tanzende Telegrafenpflanze weiter, bis sie uns einen richtig coolen Tanz hier hinlegt. Schauen wir uns noch mal kurz die Sherry Moya hier an, die schon seit ein paar Tagen hier rumsteht. Also auch das funktioniert wunderbar. Sie hat kräftiges Grün. Ja, die braucht gar nicht so viel Licht. Wobei hier kommt also wirklich nicht viel Licht hin. Also von daher kann sie nicht ewig da stehen bleiben, aber es hat ihr gut getan. Es ist ungefähr so, als ne, würdest du eine Pflanze mal, ja, nicht eine Pflanze, ein Mensch mal aus der Sonne rausholen, mal ein paar Tage in den Schatten stellen, dann geht es ihm auch wieder besser, weiß Bescheid. So, pass mal auf, wobei die bekommen auch so nicht viel Licht, die stehen nicht direkt in der Zusatzbeleuchtung. Ich versuche es jetzt einfach mal, ich hoffe es gelingt mir, das Schätzchen rauszuholen, denn ich bin gerade überlegen, soll ich gießen oder nicht. Und von daher schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ja, wir müssen wieder gießen, sehe ich gerade. Ja, ne? Das ist ein ganz, ganz helles Braun mittlerweile, also er muss wieder gegossen werden. Nach wie vor wird diese Pflanze also wirklich, ja, mäßig gegossen. Also wirklich ganz, ganz wenig. Das ist, vertragen die einfach besser. Die mögen nicht ständig hier in nassen Erde stehen. So, dann habe ich dummerweise, Moment, muss ich aber erstmal den Untersetzer auskippen hier. Ich habe hier die ganze Erde mit drin rumfliegen. So, das Ganze wird jetzt von unten gegossen. Hallo, kannst du gar nicht sehen. So, ja, ich mache das jetzt mal demonstrativ, so dass hier ungefähr 1,5 cm drin stehen. Jetzt sagst du auch 1 cm, 1,5, 1,8. 2, lol, ne, so um den Dreh, ja, weiß Bescheid. Und jetzt hat das Pflänzchen erstmal wieder ausreichend Wasser. Hier muss gar nicht der ganze Erdball nass werden, muss nicht, ne. Das ist sogar vom Vorteil, wenn es nicht so gegeben ist, bei der Sherry Moya. Dann kommen wir jetzt mal just zu den Erdnüssen. Jetzt habe ich dummerweise von denen, die ich sonst esse, keine mehr. Die habe ich gestern alle aufgemampft, hey, lol. Ja, aber die sehen genauso aus, ne. Im Prinzip ist es also tatsächlich... sind es genau die gleichen Erdnüsse in dem Sinne. Nur diese sind halt, ich sag's einfach mal, unbehandelt. Die sind unreif, könnte man denken. Es ist also so, dass sie nicht schmecken. Also das ist nicht wirklich bekömmlich. Ja, das ist also nicht der Burner. Wie gesagt, vielleicht könnte man sie ja noch rösten oder ne, im Backofen packen nochmal oder wie auch immer. Sie sehen interessanterweise sogar unterschiedlich aus. Hier hat man schon fast das Gefühl, sie waren schon mal fast am Keimen gewesen, weil die Haut so aufgeplatzt ist. Okay, das ist auch schon mal interessant mitzunehmen. Also, ne? Diese beiden sehen ganz anders aus als diese beiden hier. Und das ist auch schon mal cool. Ja, also da bin ich jetzt mal richtig gespannt drauf. Das lohnt sich jetzt natürlich nicht, Erdnüsse heranzuziehen, weil ne, es ist ja kein Sommer in Sicht. Von daher. Aber es ist ein Keimtest, ne? Und ich habe jede Menge davon. Und von daher werden wir es einfach mal ausprobieren. Also, ja, die sehen alle recht unterschiedlich aus. Okay, dann packe ich davon mal ein paar in die Zebertüte. So, ich habe noch ein paar geöffnet. Sie sehen doch alle recht unterschiedlich aus. Hier haben wir jetzt so ein paar, wo die Haut so angerissen ist schon. Hat man das Gefühl, die sind irgendwie dicker geworden. Ne? Auch die sind recht dick, aber nicht ganz so weit wie diese hier. Die auch so wie die im Prinzip. Hier sind halt welche, die sind, ich sag's mal, normal, wie man sie kennt. Ne? Ja, muss ich mal gucken. Packe ich jetzt alle einzeln ein? Lol. Nee, aber in Gruppen werde ich hier einpacken jetzt.
Okay, jetzt muss ich jetzt auch mal beschriften. Pass mal auf, das sind jetzt diese, die so aussehen, nicht wahr? Das ist jetzt so ein Mittelding zwischen den beiden. Und das sind die, die so aussehen. Ne? Dann haben wir jetzt also ja, zwei Varianten eigentlich. Mittlere Teile, das ist einfach nur gewürfelt durcheinander gemixt. Und hier halt, ne, haben wir mal einen kleinen Unterschied zwischen diesen kleineren, dünneren, ne, und diesen hier, die irgendwie schon dicker sind. Und ich denke mal, das könnte vielleicht einen interessanten Aufschluss geben. Später mal, wenn es denn läuft, funktioniert, wächst in dem Sinne. So, dann werden wir das Ganze jetzt mal anfeuchten hier. Und dann in die Tüte packen, damit wir das mal gemeinsam so verfolgen können. Ob man die jetzt noch abpellen sollte oder nicht, keine Ahnung. Ne? Machen wir jetzt mal nicht. Ich denke mal nicht, dass das notwendig wird. So, jetzt haben wir diese normalen, sage ich mal, Otto Normali, ne? Wie man sie so kennt in dem Sinne. Und dann werde ich jetzt auch mal schnell die Tüte dafür nehmen. Ich habe hier aufgeschrieben, dicke Risse Haut, nein, dünne Normal, okay. Otto Normalo kommt jetzt in die Tüte rein. Ne? Ganz ist gekennzeichnet, beschriftet und von daher lassen wir uns mal überraschen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Das ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall mit diesen Tüten. Das ist total easy. Du kannst jetzt Wäscheklammer nehmen, kannst auch gerne Knoten reinmachen, wenn du willst, aber es ist immer ein bisschen blöd, wenn wieder aufmachen. Ne? Von daher ist das so schon mal ganz einfach. Wie gesagt, Wäscheklammer kannst du auch nehmen. So, haben wir Nummer 1 fertig. Dann packen wir diese jetzt ein hier. Das sind die Dicke mit den Rissen in dem Sinne. Also es ist schon genial, erstmal anzusehen, dass die Erdnüsse tatsächlich so unterschiedlich sind. Ne? Damit habe ich erstmal gar nicht gerechnet. Ich dachte, das ist ne, alles normal, ne, wie man das so kennt. Aber nein, sie sind alle unterschiedlich. Was das zu bedeuten hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir den Namen auch hier drauf geschrieben von der Firma, wo ich die, nicht von der Firma, wo ich die Erdnüsse habe, sondern von der Firma, wo die halt verpackt werden. Sowas, ne? Dass ich das später nachvollziehen kann, weil irgendwann sind die Nüsse ja alle und dann schmeißt die Tüte weg. Kennt man ja. Und von daher, so haben wir ja noch zwei hier. Temperatur haben wir gerade 19,7 Grad hier drin. Also richtig schön angenehm wieder. Es ist so schön, wenn es warm ist. Ach, das macht so viel Spaß. So, die beiden haben wir jetzt eingepackt. Die anderen packe ich auch noch ein, aber das zeige ich jetzt nicht noch. Und würde ich sagen, wollen wir mal gucken, was wir uns jetzt ansehen. Ich habe noch nicht alles angeguckt hier, von daher werde ich jetzt weiter gucken, was hier noch zu tun ist und schauen mal, was wir noch so zu Gesicht bekommen jetzt in dem Sinne, was wir heute mitnehmen können. Ja, es macht Spaß und wie gesagt, ist doch schon Haufen Arbeit. Ach so, ganz kurz, meine Adresse, wenn ihr mir etwas zuschicken wollt, möchtet, ja, dann die Adresse findet ihr bei mir in der Kanalinfo. Ne? Einfach mal in die Info reingucken vom Kanal, was da alles so drin steht und da steht unter anderem auch die Adresse drin. Ne? Weil sonst, wenn ich jedem per E-Mail sagen muss, welche Adresse ich habe, ein bisschen viel Arbeit. Ne? Von daher, ne, wenn die Adresse wissen möchtest, ganz einfach in der Kanalinfo reingucken. Dann findest du die Adresse, wo du uns etwas hinschicken kannst oder wo du uns schreiben kannst. Ne? Du darfst mir auch gerne eine Postkarte schreiben oder einen Brief oder dergleichen. Freue ich mich auch sehr drüber. Von daher, ne, das mal ganz kurz am Rande. So, weiter geht's. Dann kommen wir mal just for fun, was ich vor kurzem gemacht habe. Ich habe es mir aufgeschrieben und zwar war das am echten. Ich setze mal eben den Clip rein, was ich hier gemacht habe in Kurzform. Hier haben wir dann das Schätzchen in der Hydroponik. Das veräppelt uns, denn jedes Mal, wenn ich sie zeige, macht sie ein neues Blatt. Aber wo bleiben denn die Blätter, die neu gekommen sind? Ja, ein Phänomen bei diesem Pflänzchen, schmeißt die Blätter mal wieder ab. Die wachsen ungefähr so, diese Länge, und dann plupp, liegt es unten, das Blättchen. Und 3-4 Tage später kommt das nächste Blättchen und das Spiel geht von vorne los. Das ist jetzt das dritte Mal schon passiert. Also Klartext, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ja, die Frage ist nur, was stimmt nicht? Wurzelwachstum ist okay, ist nach wie vor minimalistisch, aber das ist allgemein jetzt in Anzug bei diesen kleinen Pflänzchen so von dem Kakao. Ja, sie macht wieder ein neues Blatt. Was soll das denn? Ne? So, jetzt haben wir ja hier den Hydroponikdünger für hartes Wasser drin. Bisher hatte ich den immer genommen, hat eigentlich überall funktioniert, aber scheinbar gibt es so ein paar Pflanzen, die kommen da nicht mit zurecht. Ne? Jetzt haben wir natürlich eine Möglichkeit, ja, ne, wir haben ja den jetzt für weiches Wasser, den Mikrodünger, aber ich möchte einen Versuch machen, weil es ist ja nur, eine, wenn man es jetzt so macht, ist es wieder eine andere Sache. Jetzt haben wir eine Pflanze, die sehr empfindlich scheinbar ist in der Richtung und von daher werde ich jetzt etwas kurz mal machen, warte mal. Ja, das ist jetzt eine Sache, das ist Vulcatec, ne? Kennen wir alle schon, dieses Kakteensubstrat, ein relativ ja, hohen pH, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist auf jeden Fall interessant, diese Mineralstoffe, die hier drin sind, die könnten ins Wasser natürlich übergehen und dementsprechend das Ganze
verändern. So, bevor ich das mache, muss ich was machen? Ein Mikrosiemenswert ist eigentlich nicht so wichtig, ich will aber trotzdem gerade wissen. Wir sind hier bei knapp 700. Die Therme liegt hier bei 4,8 etwa, verändert sich immer so ein bisschen. 4,7, 4,8. Also 4,8 haben wir hier. So, zum Vergleich messen wir jetzt einfach mal just hier in dem Topf. Und ich halte das mal eben. Was habe ich jetzt nicht hier? Okay, mach es einfach mal so. Ich halte den mal kurz hier rein, dass wir das dann auch hier kurz mitnehmen können. Hier kann ich das Gerät reinstellen, weil hier nicht so viel Wasser drin steht. Dass wir auch hier den pH-Wert mal kurz ermitteln. Das könnte auf jeden Fall relevant sein. Ne? Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Wir sind jetzt schon bei 5,7. Interessanterweise sind wir hier bei 5,6 etwa, also gar nicht so hoch, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber nehme ich jetzt einfach mal so mit. Okay, ist so wie es ist. So, was ich jetzt machen werde, lange Rede, kurzer Sinn, ich kippe hier einfach mal was rein. So, ne? Brauche nicht viel sein, learning by doing. So, schauen wir mal, was passiert jetzt. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal machen, aus einem ganz einfachen Grund, weil sich tatsächlich etwas getan hat. Ja, ist so, ne? Manchmal machst du so Sachen und denkst dir, guck mal, Wurzeln, ne? Sehen mega cool aus, sind tatsächlich besser gewachsen, seitdem wir das jetzt gemacht haben mit dem bisschen Vulkatec. Wir haben ja nicht wirklich viel reingepackt, nicht wahr? Von daher, ja, ist das schon mal cool, das so mitzunehmen. So, pH-Wert liegt jetzt hier bei circa 5,6, 5,7, pendelt er sich immer so ein. Also wir sehen, der pH-Wert ist gestiegen, ne? Das nehmen wir schon mal so mit. Das ist mega cool. Dann Mikrosiemenswert einmal just messen. Dürfte sich ja nicht viel verändert haben, sollte man meinen. Kann ich gerade nichts lesen hier, lol, wo ist Licht? 620, ja, knapp 630, auch das Interessante, Mikrosiemenswert ist gesunken. Das ist nicht so normal, denn eigentlich ist es so, dass der Mikrosiemenswert gleich bleibt. Ne? Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Vulkatec hier hineingeben, man könnte man sogar denken, der müsste ja steigen. Woran liegt das denn jetzt, dass der Mikrosiemenswert gesunken ist? Ich weiß es nicht. Vermutung, haben die Steinchen vielleicht was aufgenommen an Nährstoffen in dem Sinne, Salze eingelagert, vielleicht denkbar, möglich. Das ruft nach neuen Experimenten. Aber interessant zu sehen, dass wir es geschafft haben, den pH-Wert steigen zu lassen. Und seitdem geht es der Pflanze auch wesentlich besser. Ich hatte es ja schon mal vor kurzem gezeigt. Und das neue Blatt, das herausgewachsen ist, fällt dieses Mal nicht ab. Sonst ist es immer abgefallen. Und ein zweites Blatt kommt da raus. Und dementsprechend entwickelt sich das jetzt besser. Und auch das Wurzelwachstum ist besser. Und das nehmen wir jetzt heute einfach mal so mit. In dem Sinne. So, Klartext. Ich muss mal gucken, wo ich die Erdnüsse gleich hinpacke. Nun ist aber so, jetzt haben wir schon so viele Sachen in diesen Keimtüten hineingepackt, dass es an der Zeit ist, mal langsam was einzupflanzen. Ne? Denn das keimt hier überall und sprießt mir bald aus den Ohren. Von daher muss ich jetzt echt mal gucken, dass ich so einiges loswerde in dem Sinne. Also in Töpfe bringen und dergleichen. Gut, jetzt kann ich nicht für jeden Samen einen einzelnen Topf nehmen. Ne? Das springt mir hier echt den Rahmen. Muss ich überlegen, wie ich das mache. Entweder pflanze ich lauter kleine Wäldchen oder wie auch immer. Egal. Irgendwie muss ich den Kram jetzt auf jeden Fall mal langsam unterbringen. Ne? Denn ewig in den Tüten können sie nur ordentlich bleiben. Von daher, okay. Mal gucken, was wir damit noch machen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit der Pflanze und was ihr sonst noch so macht. Ja, mega cool. So, ich habe noch einiges zu erzählen. Aber weißt du was, ich mache jetzt erstmal Schluss, damit ich das fertig kriege hier für heute. Dann habe ich nämlich noch Luft für was Neues. Von daher machen wir das erstmal so. Weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald im Reich der Pflanze. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Mega, mega cool. Ja, und ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die uns auf Amazon unterstützen. Das ist also wirklich, da geht ganz schön was ab. Das glaubt mir kein Mensch. Ich darf es ja nur leider nicht sagen. Aber doch, also das ist der Burner, was da abgeht mittlerweile. Also, ja, das ist schon, ne, weiß Bescheid, so winke, winke. Ja, so viel darf ich davon nicht sagen. Man ist so schade, manchmal möchte ich es ja gerne. So, jetzt hat mir das hier aufgeschrieben, dann muss ich das... Oh, so muss ich das nochmal messen. Ich sehe es ja gleich im Film, schreibe es auf. So, ciao, ciao.